Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Mass Effect. Hier ist es ein bisschen laut, deswegen gucken wir mal, dass wir hier irgendwie ins Schiff hineinkommen, bevor wir hier noch vom Blitz getroffen werden. Kann ich hier rüber? Ja. Wartungsdrohnen. Warum greifen Sie an? Sie müssen denken, wir wären Trümmer von dem Sturm. Hey, gut, das ist ja jetzt nicht, ne? Wirklich was Schlimmes. Ein paar Dröhnchen wären wir los. Vorsicht, diese Kondensatoren entladen angestaute Blitze. Danke für den Hinweis. Shepard, schießen Sie auf die Kondensatoren. Okay. Das hat doch schon mal gut gesessen. Jetzt gehen wir mal hier weiter. Ja. Na gut, denn einmal blitzen. Ich mag die Mechs. Mit ihrem Systemausfall. Feinde vor uns! Wir haben feindliche Drohnen. Gleich nicht mehr. Einer weniger, um den wir uns sorgen müssen. Okay. Ich hoffe, das Ding entlädt sich nicht, wenn ich jetzt da dran vorbeilaufe. Aha. Au. Wieder runter. Gut, bin rangekommen. Feindliche Biotika auf dem Feld. Na? Komm nicht richtig ran. Feindliche Biotika auf dem Feld. Ja, ja. Oh. Das war knapp. Hätte mich auch besser erwischen können. Wir wurden entdeckt. Ja. Habe Schilde verloren. Alles gut bis jetzt. Wir sind unter Kontrolle. So muss es sein. Gut, weiter geht's. Leitung bergen? Ah, hier. Jetzt hier weiter runter. Scheinbar. Ah. Okay, nach unten zu sehen war ganz eindeutig ein Fehler. Wieso? Ah, ich komme hier nicht rein. Entschuldigung. Wenigstens sitze lieb. So. Warte nach. Setze Biotik ein. So. Wunderbar, hat ja gut geklappt. So, gleich weiter. Dieses Schiff ist unglaublich. Es muss Jahrzehnte gedauert haben, das im Geheimen zu bauen. Ich frage mich, was wohl mit den Auftragnehmern passiert ist. Das können wir uns doch denken. Auf jeden Fall. Navigation ist in diesem Sturm kaum machbar. Wenn die Triebwerke des Schiffs nur einen Moment aussetzen, wenigstens würde der Shadow Broker mit uns untergehen. Sehr tröstlich. Bewegungsdämpfer. Im Inneren des Schiffs hört man den Sturm vermutlich nicht mal. Na gut, Energiezellen, Palladium und weiter.
Ja, hier geht's wieder hoch. Wieder auf das Schiff. Na gut. Sie haben uns gesehen. Dann sollen sie kommen. Das müsste sie ausbrechen. Werden sie ein bisschen gegrillt. Guter Schuss. Dankeschön. Achtung, die Attacken. Autsch. Da wurde ja selbst getroffen hier. So war das nicht geplant. Okay. Das war nicht so gut. Nehmen wir mal kurz die Einigkeit. Einer weniger. So muss es sein. Genau, Garrus. Du sagst es. So, jetzt schnell hier wieder rüber. Na komm. Und noch einmal. Wir müssen ja irgendwie hochgekommen sein. Na, das war ja wieder super. Bin direkt schön reingelaufen. Hier. Tödliche Gewaltanwendung autorisiert. Oh. Vorsicht. Ja, Vorsicht. Erwischt. Jetzt. Läuft doch bis jetzt ganz gut. Aber wenn das so ein bisschen weird ist, wo ich jetzt hingucken muss. Aha. Hast du schon gesehen? Verstanden. In Deckung. Erwischt. Vorsicht, Biotik. Macht mir nichts hinter der Deckung. Direkt hinter Ihnen. Ich bin bei Ihnen. Na komm. Wie wollt ihr jetzt dann rüber? Na gut. Ach, jetzt willst du rüber, wo ich ein... Oh. Kann ich auch. Na gut. Hier haben wir jetzt nichts. Wollen wir jetzt hier hoch oder wie? Nee. Ach, hier drüben. Steuerkonsole. Ja gut, einmal runter hier. Der hat sich aber richtig sicher gefühlt. Das ist eine andere Position. Dann geben wir euch mal Nerven. Vorsicht, Biotik. Alter. Seid nicht so nervig. Ja. Wo ist er denn? Ach, da drüben. Komm nicht richtig ran. Na komm schon. Nein. Gut, das dürfte. Vorsicht, Blendgranaten. Hoffentlich gewesen sein. Ich hoffe, ich habe ihn erwischt. Gut. Einer ist da noch. Dieser Blitzableiter ist auf einer Schiene. Sehen Sie einen Schalter?
Ein Schalter? Welcher Blitzer bleibt? Meinst du jetzt den hier? Ah. Der ruft's gut. Da hinten ist einer. Na gut. Wurde einer reingefahren? Wie auf dem Präsentierteller da. Nicht mal ein Geländer. Die Männer vom Broker patrouillieren sicher gern auf der Hülle. Wenigstens ist der Ausblick schön. Da, diese Luke führt direkt zu den Kommunikationssignalen. Du siehst eine Luke? Ich sehe eine Tür. Verschlossen. Moment, ich habe ein Schandprogramm zum Umgehen, damit knacke ich das. Wie lange wird das dauern? Ich weiß es nicht, Shepard. Ich bin noch nie in die Basis des Shadow Broker eingebrochen. Zumindest nicht in diese. Na gut. Das müsste sie ausbremsen. Oh. Sind Sie sicher, dass der Schand funktioniert? Sowas ist sogar auf Ilium illegal. Garantie war keine drauf. Aber Sie haben ihn doch getestet. Da kommen noch mehr. Sagen Sie mir, dass Sie ihn getestet haben. Keine Zeit zum Reden. Ich merke schon. Feindliche Biotika auf dem Feld. Oh. Einer weniger. Ich kann doch nicht mal den Kopf rausstecken hier. Der Wahnsinn. Mein Ziel ist erledigt. Feindliche Biotika auf dem Feld. Ein Hammer. Es dauert bestimmt nicht mehr lange. Wissen Sie noch, früher hat man einfach auf alles Universalgel geschmiert. Dieses Sicherheitsupgrade hat viele Leute unglücklich gemacht. Achtung, es kommen noch mehr. Okay. Ah, den habe ich nicht erwischt. Ja gut, das hat er erwischt. Zack, den nächsten. Singularität eingesetzt. Gut, geklappt. Da drüben haben wir noch einen. Der nächste. Guter Schuss. Raketendrohnen, Schiffsbug. Schiffsbug, wow. Einer weniger, um den wir uns sorgen müssen. Oh, die kriege ich nicht mit einem Magazin weg. Einer weniger. So muss es sein. Das hätte ja klappen das können. Das müsste sie ausbremsen. Angriffe sind nicht organisiert. Es wäre effektiver, wenn sie alle gleichzeitig angreifen würden. Bitte geben Sie den Söldnern keine Tipps. So. Betäubungsschuss bereit. Erwischt. Ich sterbe hier. Ja, geht gleich los. Medigel kommt. Den nächsten gegrillt. Okay. Die nächste Welle scheint größer zu sein. Man muss ihnen nur taktische Unterstützung geben. Dafür müssen wir uns drinnen um weniger kümmern. Träumen Sie weiter, Sony. Vorsicht, Blendgranaten. Guten Flug. Na aber. Ja. Achtung, die Attacke. Einer weniger. Überstolpern, ne? Mal Überlastung. Nicht getroffen, oder was? Ja! Einer weniger! Da! Die Luke ist offen! Ja, früher war das mit Universalgeld doch einfacher. Könnte aber neue Munition gebrauchen.
Ja gut, Stufenaufstieg. Wie viele Wachen hat der Shadow Broker denn? Hab ich doch gesagt. Stellung halten um jeden Preis. Na gut, gucken wir mal. Treffen wir was? Nee. Ja, der Techniker hat mich aber getroffen. Sie setzen Kampfdrohnen ein. Das kann ich auch. So, mal gucken. Erwischt wurde. Er muss ein Stück vor. Ging ja voll daneben. Autsch. Mich jetzt aber voll erwischt. Ich lasse sie fliegen. Gut. Weggucken. Nicht so schlimm. Oh. So, ersten. Gut, Schilde sind bitte da. Achtung! Und unten bleiben. Alter Schwede. Jetzt reicht's aber. Mit den ganzen Extra-Treffern. Guter Schuss. Dankeschön. So, ärgere ich den da hinten mal? Sie sind unter Kontrolle. Gut, wo geht's hier hin? Hier geht's runter. Das müsste Ihre Panzerung durchdringen. Das ist gut. Das aber auch. Okay. Ich habe den Plan des Schiffs runtergeladen. Wir sind unterwegs zum Zellenblock und zu Farron. Mhm. Oh. Ziele im Raum. Autsch. Liege unter schwerem Beschuss. Das. Okay. In Stars eingehüllt. Auch nicht schlecht. Letzte Biotik. Meine geht voll gegen die blöde Wand. So, jetzt aber. Boah. Sag mal, ist ja der Wahnsinn. Soll mich jetzt mal nicht beeindrucken. Medi nehmen wir. Credits nehmen wir auch. Farron, okay. Da hinten geht's nicht weiter. Munition haben wir sonst keine mehr, denn helfen wir mal Farron raus. So, wir brauchen jetzt nur die richtigen. Einmal verbinden. Und dann passt das. Farron. Liara. Halt durch. Wir holen dich hier raus. Nein. Farron. Was zum Teufel hat der Broker bloß mit Ihnen vor? Die Maschine reagiert darauf, wenn man daran herumspielt. Dieser Stuhl ist an das Infonetzwerk des Brokers angeschlossen. Sie müssen erst die Energie abdrehen. Wenn Sie mich jetzt rausziehen, kocht mein Gehirn. Weißt du, wo wir die Energie abschalten können? Das wird nicht einfach. Sie müssen zur Operationszentrale. Wozu soll dieser Käfig gut sein? Ich glaube nicht. Das ist ein neuraler Erdungsstab. Die medizinischen Geräte sollen nur dafür sorgen, dass er nicht stirbt. Wir müssen das alles hier beenden. Woher hatte der Broker die Söldner? Er hat eine Privatarmee aufgestellt. Sie sind absolut loyal.
Shepard, wir haben wirklich keine Zeit. Was wissen Sie über den Broker? Er hat mir das angetan. Ich hatte gehofft, Sie wüssten, was er ist. Ich habe ihn nie deutlich gesehen. Aber er ist groß. Die Wachen haben Angst vor ihm. Ein Kroganer? Ich weiß nicht. Aber nicht jeder, der sein Büro betritt, kommt auch wieder raus. Einfach oder nicht, wir kommen alle hier raus. Gut. Die Operationszentrale ist am Ende der Halle. Sie wissen, dass der Shadow Broker auf Sie wartet, oder? Ich zähle fest darauf. Wir kommen dich holen, Farron. Ich gehe nirgendwo hin. Alle Teams zum Außenposten 10. Feindliche Biotika auf dem Feld. Na gut. Und unten bleiben. Ja, wenn das immer so gut wäre, ne? So. Singularität eingesetzt. Und erschossen. Na komm rum da. Ja, probieren wir mal. Klappt nicht, schade. Tja, muss es nachladen. Was ist mit ihm los? Dann brennt's halt aus. Und wir gehen weiter zum Broker. Okay. Betäubungsschuss bereit. Ja, das ging wieder voll in die Wand. Jetzt aber. Immer noch nicht. Hätte man doch, glaube ich, die mehr Reichweite nehmen sollen, war, anstatt den Schaden. Okay, Credits. Medigel. Money. Dann weiter. Rücksichtslos, sogar für Sie, Commander. Die Bombardierung auf Ilium war nicht gerade subtil. Extrem, aber notwendig. Nein, war es nicht. Und Farrons zweijährige Haft auch nicht. Dr. Tissoni, Ihre Einmischung hat das alles verschuldet. Farron hat mich hintergangen, als er Ihnen Shepards Leiche übergab. Der Drell bezahlt ganz einfach den Preis dafür. Jemand muss Sie für Ihre Zusammenarbeit mit den Kollektoren bestrafen. Es war eine Partnerschaft zu beiderseitigem Vorteil. Ihre Ankunft passt gut. Das Angebot der Kollektoren steht noch. Eine Basis dieser Größe ohne Crew zu betreiben, dürfte nicht einfach werden. Sie sind alle ersetzbar. Ihre Ankunft ist lediglich eine Unterbrechung. Genug geredet. Meine Operationen sind zu wichtig, um von einem Verräter gefährdet zu werden. Für jemanden, der kein Rückzugsgebiet mehr hat, sind Sie ganz schön selbstbewusst. Sie reisen mit faszinierenden Gefährten, Doktor. Es ist gut, dass Sie Archangel mitgebracht haben, Tissoni. Sein Kopfgeld wurde noch nicht beansprucht. Sie legen an niemanden mehr Hand an. Es ist sinnlos, mich herauszufordern, Asari. Ich kenne alle Ihre Geheimnisse, während Sie im Trüben fischen. Ach ja? Sie sind ein Yaak, eine Spezies ohne Raumfahrt, die auf ihrer Heimatwelt unter Quarantäne gestellt wurde, weil sie die ersten Kontaktteams des Rats massakriert hat. Diese Basis ist älter als die Entdeckung ihres Planeten. Vermutlich haben sie den ursprünglichen Shadow Broker vor 60 Jahren getötet und seinen Platz eingenommen. Ich nehme an, ein Trophäenjäger hat sie von ihrem Planeten geholt, weil er einen Sklaven wollte.
Oder ein Haustier. Na, wie war das? Okay. Shadow Broker. Falsche Attacke. Das scheint die noch nicht mal zu jucken. Drohne? Das müsste sie ausbremsen. Wunderbar. Panzerung kann man verbrennen. Oh, 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 oh. Na? Panzerung weg. Der Schild ist kinetisch sensitiv. Energie und Projektile prallen ab. Dann machen wir es auf die harte Tour. Drauf jetzt! Feinde im Anmarsch. Das klingt nicht gut. Das ist eigentlich Archangel. Das habe ich ja jetzt erst mitgekriegt, dass er nicht hier ist. Wir sind unter Kontrolle. Autsch. Ich brauche mal kurz. Nein, nicht da ums Eck. Alter. Okay, mir geht's nicht so gut. Sollte erstmal vorsichtig bleiben. Der haut hier alles kaputt. Da kriegst du gleich noch ein neues Spielzeug hier. Hast du schon kaputt gemacht? Kommt gerade nicht an die Panzerung ran. Andere Seite vielleicht? Jetzt? Schießt ein bisschen krass daneben. Ja, ich renn schon hin. Wenn Sie ihn dazu bringen, den Schild wieder hochzufahren, habe ich eine Idee. Na gut. So, erstmal ablenken. Ablenken. Na komm schon. Shadow Broker, hier ist Agent Murat. Wir hatten einen plötzlichen Verbindungsausfall. Bitte Status bestätigen.
Agentin Shora erbittet Update. Sind wir noch online? Shadow Broker, ich habe unseren Feed verloren. Wir sind online und erbitten Anweisungen. Der Shadow Broker. Die Lage ist unter Kontrolle. Wir hatten eine Energiefluktuation während eines Hardware-Upgrades. Die Kommunikation wurde kurzzeitig unterbrochen. Jedenfalls sind wir wieder online. Standardverfahren fortsetzen. Ich will innerhalb eines Solartages einen Statusbericht über alle Operationen. Shadow Broker, out. Bei der Göttin der Ozeane. Du. Du. Wie? Nun, jeder, der ihn je persönlich gesehen hat, ist tot. Also... Bist du der neue Shadow Broker? Ist es wirklich eine gute Idee, die Rolle des Shadow Broker zu übernehmen? Andernfalls verlieren wir alles. Seine Kontakte, seine Handelspartner. Beides würde uns sehr helfen. Mit dem Informationsnetzwerk des Shadow Broker kann ich Ihnen... Ich überprüfe dann mal die Energieversorgung. Es ist vorbei. Es ist endlich 2 Jahre lang. Schon in Ordnung. Ich habe 2 Jahre um Sie und Farron getrauert. Nun habe ich Sie beide zurück. Ich... Mal sehen, was wir hier haben. Keine Schutzmaßnahmen oder Userbeschränkungen. Als hätte er nie damit gerechnet, dass jemand außer ihm hierher kommt. Und es gehört alles uns. Über welche Art von Informationen reden wir hier? Ich bin nicht sicher. Ich muss seine Dateien durchgehen. Kommen Sie später wieder, dann habe ich sicher etwas Nützliches für Sie. Ich wollte lediglich Farron retten. Aber ist es falsch, dass ein Teil von mir das hier will? Mit dem Netzwerk des Shadow Broker kann ich Ihnen helfen. Vielleicht kann ich aus diesem Unternehmen etwas Besseres machen. Seien Sie diesmal keine Fremde. Kommen Sie vorbei, wenn Sie können. Die Tür steht immer offen. Danke, Shepard. Für alles. Mission erfüllt. Gut, Schadenschutz, Credits, Element 7, Uro und Palladium haben wir bekommen. Und verlassen? Oh, wir können uns hier... Shepard, es ist schön, Sie zu sehen. Ich habe ein paar Terminals mit Informationen eingerichtet, die Sie bestimmt interessieren. Sehen Sie sich's mal an. Willkommen zurück, Shadow Broker. Was ist das? Das ist der VI-Assistent des alten Broker. Er war beim Wiederaufbau des Netzwerks durchaus hilfreich. Sagen Sie bitte Bescheid, wenn ich sonst noch etwas für Sie organisieren kann, Shadow Broker. Außerdem hält er jeden im Raum für den Broker. Ich kümmere mich später um die Feineinstellung. Mein Handbuch steht offen, wann immer Sie Zeit haben. Okay.
Cool. Investive Möglichkeiten benutzen. Warnsignal. Eine Piratenflotte im... Ach, das kostet Credits. Aha. Bürokratische Untätigkeit. Verleugnungskampagne. Aha. Angemessene Belohnung. Okay, noch nicht kaufen, noch nicht kaufen. Interessant. Josias. Miranda. Morden. Jacob. Objekt. Ja. Überprüfen. Achso, hier kann ich sie denn direkt einstellen. Auch interessant. Auslieferung? What? Lieferung Platin. Danke. Eine weitere Lieferung. Was haben wir hier? Shadow Broker. Erkundungsinformation. Aha. Da können wir dann nochmal ein bisschen was gönnen. Ah, neues Schiffsmodell. Laden. Steuerung. Ui. Der Geliebte des Turianischen Ratsmitglieds hat in letzter Zeit einige ungewöhnliche Käufe getätigt. Sie rechnet möglicherweise damit, in ein größeres Anwesen umzuziehen. Aha. Forschung. Na gut, wir können jetzt den Schadenschutz. Gruppenbonus 20% auf Schilde, Barrieren und Panzerung forschen. Wird mitgenommen. Da haben wir jetzt noch einen Panzerungsspind. Ich bin eigentlich mit meiner Panzerung mega zufrieden. Bis jetzt. Schauen wir hier hinten. Ja, Ron. Bisschen Musik spielen. Videoarchiv. Was macht diese Konsole? Dies ist ein Zugangspunkt für die Videoüberwachung. Ich habe das Archivmaterial vorbereitet, das Sie bei Ihrem letzten Besuch angefordert hatten, Shadow Broker. Aria Zillow, Omega. Emily Wong, Citadel. Okay. Fred Mazai, Citadel. Donnell Odina, Citadel. Okay. Odina, schubst du jemanden? Armando Bailey, Citadel. Aha. David Anderson, Citadel. Redet mit einem von Cerberus? Vielleicht Fragen wegen uns? Rachel Gavon, Omega. Der gegen die Watcher kämpft? Kalisa Ben Sinan Al-Jilani, Citadel. Hohoho, die hat ganz schön einen abgekriegt. Keeper 20, Citadel. Mhm. Matriarchin Athena, Ilium. Erdnot Torsk, Tachanka. Okay. Elias Callum, Omega.
Jacob Taylor, Normandy, SR2. Der hat sogar auf der Normandy... Ja, Jacob trainiert. Subjekt Zero. Purgatory. Schiff erloschen. What? Okay. Aria Tulok. Omega. Weitere Videos vorliegen. Okay. Na gut, reden wir mal mit Ferron. Shepard, schön, dass Sie vorbeischauen. Wir haben nicht viele Besucher. Ganz ruhig. Sie haben viel durchgemacht. Sie haben vermutlich recht. Ich habe mich noch gar nicht für die Rettung bedankt. Liara hat Sie niemals aufgegeben, Ferron. Ich habe nur geholfen. Ich bin immer noch erstaunt, dass Liara gekommen ist. Ich werde Ihnen beiden das nie vergessen. Ich kann das in den Archiven für Sie ablegen, Sir. Den Sekretär kennen Sie also auch schon. Ja. 2 Jahre lang hat Liara nicht aufgehört, nach Ihnen zu suchen. Sie standen sich bestimmt sehr nahe. Sie ist eine gute Freundin. Besser, als ich es verdiene. Wie geht es Ihnen, Ferron? Ich komme wieder in Ordnung. Ich war ja nicht immer in diesem Verhörstuhl. Drell können mental in alte Erinnerungen flüchten. Das war in schlimmen Tagen recht hilfreich. Wie oft hat der Shadow Broker Sie an diesen Apparat gehängt? Oft. Man verliert den Überblick. Er hat die Wachen zusehen lassen. Als Abschreckung. Was tun Sie jetzt, wo Sie ein freier Mann sind? Ich will Liara beim Wiederaufbau helfen. Aber danach... Ihr Terminkalender füllt sich, Sir. Ich synchronisiere ihn mit Ihrem Universalwerkzeug. Nein, danke. Schon in Ordnung. Wie kam es dazu, dass Sie und Liara nach meiner Leiche gesucht haben? Cerberus hat mich und Liara angeheuert, um ihre Leiche dem Shadow Broker zu stehlen. Ich habe damals für den Broker gearbeitet. Und er war derjenige, der ihre Überreste aufgesammelt hat. Warum haben Sie sich gegen den Shadow Broker gewendet? Er hat angefangen, für die Kollektoren zu arbeiten. Sie waren nicht Ihr erstes Opfer. Ich bin, war, ein Informationshändler. Sklaven liegen mir nicht. Sie haben anscheinend einen Freund gefunden. Die Drohne folgt jedem. Keine Ahnung, warum der Broker sie behalten hat. Ich bin eine Hülle für eine hochspezialisierte VI zur Datenverarbeitung. Und wurde gemäß Ihren Spezifikationen hergestellt, Shadow Broker. Er hilft bei der Koordinierung der gewaltigen Informationsmengen des Netzwerks. Aber ich würde mir einen anderen Ton wünschen. Sie haben meine Standardpersönlichkeit für ausreichend gehalten, Shadow Broker. Wenn er mich doch nicht immer so nennen würde. Wie macht sich Liara Ihrer Ansicht nach als neuer Shadow Broker? Die Operationen sind nach einem kurzen Effektivitätseinbruch fast wieder voll im Betrieb. Seit wir das Netzwerk repariert haben, klebt Liara an den Archiven. Sie ist schon mehr als einmal am Schreibtisch eingeschlafen. Sie ist beschäftigt. Aber ich glaube, das gefällt ihr. Ganz ruhig, Ferron. Danke. Na gut. Dann wollen wir doch jetzt nochmal... Es ist bald Zeit für den Neuerwerb des effektiven Kastenstatus auf Kashan. Ich habe Geldmittel vorbereitet, die Ihnen vollständigen Elitezugang ermöglichen. Aha. Sprechen wir nochmal mit Liara. Wie geht's Ihnen, Liara? Ehrlich gesagt, ich bin ein bisschen überwältigt. Der Shadow Broker hatte mehr Ressourcen, als Sie sich vorstellen können. Hier, sehen Sie mal. Er hatte Zugang auf höchster Ebene zu den Regierungen der Turianer und der Asari. Und mehr als eine salarianische Dalatress hat ihm Informationen verkauft. Und jetzt gehört alles uns. Sie werden jetzt aber nicht mit gruseligen Informationen über jeden in der Galaxie zur Einsiedlerin, oder? Ich spüre die Verlockung. Ich habe direkten Zugriff auf alle Geheimnisse der Galaxie. Geben Sie mir 10 Minuten und ich könnte einen Krieg anzetteln.
Aber ich habe ein Ziel. Ihnen zu helfen, die Reaper aufzuhalten. Dadurch bleibe ich ehrlich. Sie wissen schon, relativ betrachtet. Wenn es Ihnen zu viel wird, könnten wir das Ding einfach verschrotten und abhauen. Das ist das Problem. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich hierher gehöre. Bei der Arbeit alleine habe ich immer nach Hinweisen gesucht. Mit den Ressourcen des Shadow Broker geht es um Organisation und Katalogisierung. Ich habe alles, Shepard. Das ist ein Traumjob. Nur das Büro liegt etwas ungünstig. Haben Sie schon etwas Nützliches gefunden? Der Shadow Broker wusste von den Reapern. Vielleicht hat er deshalb angeboten, dem Rat zu helfen, Sarens Schuld zu beweisen. Er wollte nicht, dass Saren Erfolg hat. Er wusste, dass sie nicht gelogen haben, als sie über ihre Version von dem proteanischen Sender sprachen. Es gibt sogar einige Daten über die Proteaner. Er wusste wohl, was kommen würde und hat einen Weg zum Überleben gesucht. Warum hat er sich immer noch mit den Proteanern beschäftigt? Sie haben uns die Warnung und die Röhre auf Ilos gegeben, aber diese haben wir benutzt. Der Shadow Broker hat wohl gedacht, dass da noch mehr zu finden ist. Vielleicht hatten die Proteaner andere Pläne. Oder vielleicht hat er nur nach allem gegriffen, was irgendwie Hoffnung versprochen hat. Woher wussten Sie, was der Shadow Broker war? Ich wusste es nicht. Ich hatte keine Ahnung, was ich erwarten sollte, als wir ihn endlich gefunden hatten. Aber bei meinen Proteaner-Studien habe ich mich auch mit Kulturen vor der Raumfahrt beschäftigt. Ich weiß einiges über die Jagd. Auf den Terminals ist mehr, falls es Sie interessiert. Eine faszinierende Kultur und eine erschreckende. Wie geht es Farron? So gut, wie man es nach 2 Jahren ständiger Folter erwarten kann. Kommt er wieder in Ordnung? Ich weiß es nicht. Er will arbeiten, also lasse ich ihn helfen. Vielleicht lenkt ihn das ab. Und? Sie und Farron? Nein. Die Tortur hat bei ihm ein Trauma ausgelöst. Er ist emotional empfindlich und muss sich erholen. Er ist mir für seine Rettung sehr dankbar. Aber es wäre unverantwortlich von mir, das auszunutzen. Es war schön, mit Ihnen zu reden, Liara. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie was brauchen. Was ich jetzt wirklich brauche, ist Freundschaft. Ich kann nicht lange weg, aber die ganze Zeit auf diesem Schiff zu verbringen. Bei Ihrem nächsten Besuch könnte ich vielleicht mal mit auf die Normandy kommen. Klingt gut. Warum machen wir das nicht sofort? Okay, danke. Bin gleich da. Geben Sie mir eine Minute. Hat Ihnen die Führung gefallen? Ja, es ist ein wunderbares Schiff. Und ich habe Joker getroffen. Er schien sich zu freuen, mich zu sehen. Obwohl er gefragt hat, ob ich kürzlich die Ewigkeit umarmt hätte. Natürlich hat er das. Ich habe auch mit Dr. Chuckwas gesprochen. Freut mich, dass es ihr gut geht. Ich habe Ihnen etwas mitgebracht. Es war ziemlich mühsam, aber ich konnte Ihre Dienstmarke beschaffen. Ich dachte, die würde ich nie wiedersehen. Sie hat mehr als einmal den Besitzer gewechselt. Erinnern Sie sich an Admiral Hackett? Er hat sie mir überlassen, damit ich sie an Sie weitergebe. Er schickt Ihnen Grüße und hofft, dass es Ihnen gut geht. Wie geht es Ihnen, Shepard? Ich meine wirklich, nicht das, was Sie zur Hebung der Moral Ihrer Crew erzählen. Unter uns? Ich habe keine Ahnung, wie wir das schaffen sollen. Ich tue, was ich kann, aber... Sie haben mehr getan als die meisten. Ohne Sie würde es auf Horizon keinen Mann, keine Frau und kein Kind mehr geben. Ich habe einige von Ihnen gerettet, aber nicht genug. Und die Kollektoren werden Kolonien überfallen, bis ich sie aufhalte. Dann werden Sie sie aufhalten. Und ich dachte schon, es könnte schwierig werden. Sie werden es schaffen, so wie immer. Ich weiß nur nicht, was als nächstes passiert. Sagen Sie mir, was Sie wollen.
Wofür kämpfen Sie? Ich denke, ich kämpfe für uns. Für uns alle. Das ist eine große Verantwortung. Menschen sind chaotisch, peinlich, manchmal selbstsüchtig oder grausam. Aber sie versuchen es. Und ich sorge dafür, dass sie eine Chance haben. Hoffentlich ist die Galaxie die Mühe wert, die sie in ihre Rettung investieren. Ich muss zurück auf meine Basis. Trotzdem, danke für die Einladung, Shepard. Komm bald wieder. Gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier mit ein klein bisschen Überlänge einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis denn.